Mein Name ist Martin Bölker und ich bin Logistiker. Willkommen zu Martins Vara Logistik. Seit 30 Jahren mache ich jetzt Logistik und ich habe mich immer gefragt, warum müssen Logistiker Physikvorlesungen haben? Schießen die Teilchen aufeinander? Werden dort Naturgesetze erforscht? Nein, das wird es nicht. Also kann es so etwas ganz Allgemeines, Grundsätzliches sein, nämlich eine bestimmte Art zu denken und zu arbeiten. Löst Probleme. Probleme, wo man sich vielleicht vorstellen könnte, dass die auch in der Logistik auch so vorkommen würden. Das folgende Video zeigt ein schönes Beispiel. The largest electronic commerce company worldwide wants to implement the most modern available transport technology. To achieve this, warehouses will be outfitted with drone landing docks where packages will be stored until pickup. The goal is a worldwide network of drone landing docks by the year 2022. By then, according to experts, technological advances will allow a drone to achieve a flight of up to 300 kilometers in under an hour. An express delivery from Frankfurt to Hanover requires a transport time of 4 hours with a truck, but only 1 hour with a drone. Your project team's task is to study the landing of the packages with use of cone-shaped parachutes. The angle of the opening and the size of the parachute represent the variable parameters. If the parachute is too large, the package is more susceptible to wind and cannot land with accuracy. If the angle of the opening is too small, the parachute will not sufficiently slow the package down, which leads to a hard landing. The detailed explanation of the experiment can be found in the STEM handbook. Remember, a mistake in the calculations can lead to enormous economic losses, which might result in losing your job. Herzlichen Dank an das Team WakeArt. Das haben Sie sehr gut beschrieben. Die Studierenden kriegen natürlich immer noch eine Anleitung und dann wird der Versuch durchgeführt, werden Protokolle geschrieben und man hat gelernt, mit wenigen Mitteln intelligente Lösungen zu erarbeiten. Und das ist die Grundidee im Pirmasensor Logistikpraktikum. Dankeschön.